Bisher in dieser Saison hast du erst 6 Spiele gemacht. Ist das super frustrierend für dich oder wie gehst du mit so einer Situation um? Ja, natürlich ist es frustrierend, gerade weil es sich so lange gezogen hat. Da ist man schon ein bisschen traurig, vor allem wenn man die Jungs auf dem Platz sieht. Man fiebert immer mit, aber man will natürlich lieber auf dem Platz helfen. Aber ich muss auch positiv damit umgehen. Ich meine, die OP ist super verlaufen, die Verletzung wird hundertprozentig verheilen und ich kann wieder ganz normal Fußball spielen, das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste natürlich, wollen wir dich möglichst bald hier wieder wohlbehalten zurückhaben. Ja, in der Zeit bist du 2-mal Papa jetzt auch geworden. Ist das für dich jetzt auch eher so der Start in eine längere Rückrunde noch oder ist die familiäre Kaderplanung abgeschlossen? Die ist erstmal auf Eis gelegt, also das reicht erstmal. Wir haben genug zu tun mit den beiden. Es gibt nichts Schöneres, wenn man nach Hause kommt und die beiden warten auf einen. Und der Große kann jetzt schon Papa und alles sagen, das ist natürlich was Besonderes. Also wir sind zufrieden, so wie es jetzt ist. Sehr schön, ein glücklicher Familienvater sieht man dir auch direkt an. Ja, was man dir auch angesehen hat, dass du auch auf Bühnen durchaus glücklich bist. Auf der Weihnachtsfeier hast du wieder überzeugt, als Sänger wirklich brutal abgeliefert, aber auch so als Entertainer. Woher kommt denn diese Entertainer-Gene eigentlich bei dir? Ich habe keine Ahnung. Also bei mir in der Familie ist niemand musikalisch begabt oder sonst irgendwas. Also ich weiß nicht, manchmal bricht es aus mir raus und dann muss ich das irgendwie rauslassen und ja, da habe ich es mal wieder getan. Ich bin froh, dass du das nicht beruflich machst, weil sonst wärst du ein arger Konkurrent für mich. Auf der anderen Seite habe ich gerade noch in Erinnerung, wir haben ja gerade eben bei der 31. Minute gesehen, dass hier so eine schöne Choreo war für Diego Demme. Mit dem hast du jetzt jahrelang Fußball gespielt. Was wirst du am meisten an ihm vermissen? Ja, seine positiv verrückte Art, hat immer gelacht, war immer gut drauf. Diego und ich haben uns gerade in dem letzten Jahr jetzt immer besser verstanden und ja, er war mit der beste Kumpel für mich hier in der Mannschaft. Deswegen bin ich natürlich traurig, dass er nicht mehr da ist. Fehlt uns natürlich auch als Fußballer im Mittelfeld. Aber er ist ein ganz, ganz feiner Mensch und ja, es sei ihm zu 100% gegönnt, dass er diesen Riesenschritt jetzt geht und wünsche ihm alles Gute.